Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den Fall von Martha Moxley. Martha Elizabeth Moxley wurde am 16. August 1960 als zweites Kind und einzige Tochter von Dorothy und David Moxley geboren. Sie hatte noch einen 2 Jahre älteren Bruder mit dem Namen John. Die Familie lebte zunächst in Piedmont in Kalifornien. 1974 sind sie jedoch umgezogen, nach Connecticut, um genauer zu sein nach Belhaven in Greenwich. Belhaven war und ist wohl noch heute ein Viertel oder eine Nachbarschaft, in der besonders reiche Familien leben. Wirklich einflussreiche Familien. Dort hat die Familie recht schnell Fuß gefasst und besonders Martha, die damals 14 war, hat sehr schnell Anschluss gefunden. Kurz vor dem Umzug wurde ihre Zahnspange entfernt, das heißt, sie hat auf allen Bildern, die dann von ihr gemacht wurden, immer sehr breit gelächelt, war total fröhlich, ein hübsches und quirliges Mädchen. John Moxley hat seine Schwester später beschrieben als ein junges Mädchen, mit der man gut klarkam, die sehr freundlich und offen war gegenüber anderen Leuten, aber auch als eine junge Frau, die sich sehr gerne athletisch betätigte oder auch sich künstlerisch betätigte. Martha hatte an der neuen Schule auch direkt gute Noten und hat direkt Freunde gefunden. In der Middle School hat sie sogar den Best Personality Award gewonnen. Ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang das abgestimmt wurde, aber es zeigt schon so ein bisschen, dass Martha gut bei den Leuten ankam und die sie gerne mochten. Am 30. Oktober 1975 war Martha Moxley 15 Jahre alt. An diesem Abend war in der Nachbarschaft in Belhaven Hackers Night oder Mischief Night. Eine Nacht, in der die Jugendlichen aus dem Viertel Streiche spielten, die Nachbarshäuser mit Klopapier und mit Eiern bewarfen und auch sonst einiges anstellten. Eigentlich sollte Martha an diesem Abend zu Hause bleiben, denn sie hatte sich am Wochenende zuvor nicht an die Absprachen mit ihren Eltern gehalten und war zu spät nach Hause gekommen. Aber sie wollte trotzdem unbedingt an diesen Streichen teilnehmen, denn Hackers Night war ja nur einmal im Jahr und sie hat dann ihre Mutter immer weiter angefleht, ob sie nicht bitte, bitte, bitte mitkommen könne. Ihr Vater war zu der Zeit nicht zu Hause, er war gerade auf einer Geschäftsreise und Dorothy Moxley hat sich dann breitschlagen lassen. Sie hat Martha erlaubt zu gehen, sagte ihr aber, dass sie um Punkt 10 Uhr abends zu Hause sein solle, keine Sekunde später. Martha hat das natürlich sofort angenommen, denn sie wollte, wie gesagt, unbedingt mitkommen. Sie ist dann nach oben gegangen und hat sich ihre Jacke rausgesucht. Dorothy sagt, dass es an dem Abend sehr kalt war und eigentlich wollte Martha ihre neue Lammfelljacke anziehen, auf die war sie super stolz und die hatte sie auch eigentlich schon rausgehängt, aber dann wurde ihr klar, dass es vielleicht keine gute Idee war, die anzuziehen, wie gesagt, weil man eben mit Eiern warf, mit Rasierschaum sprühte und solche Dinge und sie hatte Angst, dass ihre neue Jacke dreckig werden könnte und deswegen hat sie dann doch ihren alten blauen Parker angezogen. Gegen 19 Uhr abends hat Martha das Haus dann verlassen in ihrem blauen Parker mit einem Karton voll mit Eiern und mit einer Dose Rasierschaum, damit sie auch an den Streichen teilnehmen konnte. Um 10 Uhr abends am 30. Oktober 1975 vernahm Dorothy Moxley von draußen Geräusche. Sie dachte zunächst, ihre Tochter würde vielleicht nach Hause kommen. Aber dann war es doch nur das Bellen von Hunden und ein paar Stimmen, die durcheinander sprachen. Aber sie konnte nichts Genaues ausmachen und als sie aus dem Fenster sah, sah sie wohl auch weiter nichts. Deswegen hat sie sich dann einfach wieder zurück ins Bett gelegt. Trotzdem konnte sie die ganze Nacht über nicht so richtig schlafen. Sie hat natürlich immer weiter darauf gewartet, dass Martha nach Hause kam. Sie war zunächst natürlich etwas sauer und genervt, dass Martha es sich wieder rausgenommen hatte, später nach Hause zu kommen, obwohl sie ja genaue Vorgaben hatte und ja eigentlich schon Hausarrest hatte, weil sie eins zu spät nach Hause gekommen war. Aber je später es wurde, desto mehr Sorgen machte sich Dorothy dann auch. Um Mitternacht war Martha immer noch nicht zu Hause. Und dann hat Dorothy angefangen rumzutelefonieren, die Nachbarn zu fragen, Freunde von ihrer Tochter zu kontaktieren, unter anderem die Maguire-Familie. Sheila Maguire war ebenfalls 15, sie war mit Martha befreundet und ihre Mutter weckte sie dann mitten in der Nacht auf und fragte sie, ob sie wüsste, was mit Martha war, wo sie hingegangen war. Aber Sheila sagte, sie wüsste nichts Genaues, sie hätte keine Ahnung, wo Martha war, warum sie noch nicht zu Hause war. Aber sie machte sich wohl auch nicht so wirklich Sorgen, weil es war nun mal diese Streichenacht und da waren die Kinder meistens sowieso länger draußen.
Um 3.45 Uhr am Morgen des 31. Oktober rief Marthas Mutter dann zum ersten Mal die Polizei an, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Tochter nicht nach Hause gekommen war, falls sie irgendjemanden herumstreuen sahen, dass sie sie dann nach Hause bringen sollten. Sie machte sich zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr starke Sorgen und dann um 4 Uhr morgens hat sie nochmal bei Sheila angerufen und sie gefragt, ob sie wirklich nichts wüsste von Martha und Sheila hat nochmal gesagt, sie hätte immer noch nichts gehört, aber wie gesagt, es würde sie bis jetzt auch nicht wirklich verwundern, dass Martha noch nicht zu Hause war. Wahrscheinlich hatte sie einfach nur eine gute Zeit, war vielleicht bei irgendwem zu Hause und übernachtete dort, also hat sie sich nicht weiter einen Kopf drum gemacht. Dorothy ist an diesem Morgen wohl zwischendrin einfach mal kurz eingenickt, weil sie so erschöpft war und als sie wieder wach wurde, hoffte sie so sehr, dass sie einfach in Marthas Zimmer gehen konnte und sie im Bett vorfinden würde. Aber Martha war immer noch nicht zu Hause. Daraufhin hat Dorothy dann eine weitere Freundin von Martha, Helen, angerufen und sie gefragt, ob sie etwas wüsste. Helen erzählte ihr, dass sie Martha zuletzt auf einer Party im Skakel-Haus gesehen hätte, wie sie mit Thomas Skakel davonging. Die Familie Skakel lebte eigentlich nur 150 Meter entfernt vom Haus der Moxleys. Sie waren mit einer der reichsten und einflussreichsten Familien in Belhaven. Der Vater der Familie, Rushton Skakel, war der Bruder von Ethel Kennedy, der Ehefrau von Robert oder Bobby Kennedy. Er hatte außerdem 1960 das große und erfolgreiche Familienunternehmen Great Lake Carbon übernommen, nachdem zuerst seine Eltern und dann sein Bruder jeweils bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren. Er und seine Frau Anne hatten insgesamt 7 Kinder zusammen gehabt, allerdings war Anne 1973 an einem Gehirntumor verstorben. Nach ihrem Tod hat sich Rushton immer mehr dem Alkohol hingegeben. Er hat die Kontrolle über sich und über seine Kinder immer mehr verloren. Er war häufig auf Geschäftsreise und hatte deswegen kaum einen Überblick darüber, was seine Kinder eigentlich zu Hause trieben. Diese hatten unbegrenzten Zugang zum Geld der Familie und haben das auch mit vollen Händen ausgegeben, aber es war eigentlich niemand so richtig da, der sie disziplinieren oder erziehen konnte. Besonders die Skakel-Jungs sind wohl immer wieder mit der Polizei in Konflikt geraten, so haben sie unter anderem Ladendiebstahl begangen und haben randaliert und Vandalismus betrieben. Rushton Skakel hat sich dann schließlich dazu entschieden, selbst Polizisten zu bezahlen dafür, dass sie seine Söhne in der Stadt herumfuhren oder sogar ihre Bodyguards spielten. Das war wohl in Belhaven gang und gäbe. Viele reiche Eltern haben das getan und das wurde dann auch später stark kritisiert. Es gab auch immer wieder Spannungen zwischen den Skakel-Brüdern, ganz besonders wohl zwischen dem 17-jährigen Thomas, der gemeinhin auch oft Tom oder Tommy genannt wurde, und dem 15-jährigen Michael. Michael soll immer so ein bisschen eifersüchtig auf Thomas gewesen sein. Häufig ist die Situation eskaliert, die beiden haben sich häufig geprügelt und Michael soll auch schon im Alter von 13 Jahren zum Alkohol gegriffen haben. Auch am Abend des 30. Oktober 1975 gab es eine große Party im Haus der Skakels und auch an diesem Tag war Rushton nicht zu Hause, um auf seine Kinder aufzupassen. Stattdessen war an dem gleichen Tag noch ein junger Lehrer mit dem Namen Kenneth Littleton im Skakel-Haus eingezogen. Er sollte die Kinder so ein bisschen beaufsichtigen und erziehen. Aber während die Party im Skakel-Haus stattfand, saß Kenneth eigentlich nur im Obergeschoss und sah Fernsehen. Er hat sich nicht wirklich darin eingemischt, was unten vor sich ging. In der Zwischenzeit sollen die Jugendlichen in dem Haus Alkohol und Drogen konsumiert haben. Martha war zusammen mit ihren Freunden Jeffrey und Helen ebenfalls auf dieser Party. Helen erzählte Dorothy Moxley später, dass sie zusammen mit Martha, Jeffrey und Michael Skakel in einem Auto gesessen hatte, draußen in der Garage der Familie, und dort hätten sie einfach ein bisschen Musik gehört und sich unterhalten. Michael hat wohl immer mehr so ein bisschen versucht, die Aufmerksamkeit von Martha zu bekommen. Er war wohl ein bisschen interessiert an ihr, aber schon nach kurzer Zeit tauchte auch Thomas Skakel auf. Er hat sich zu ihnen ins Auto gequetscht, hat sich neben Martha gesetzt, den Arm um sie gelegt und wohl angefangen mit ihr zu flirten. Gegen 9.30 Uhr kamen dann zwei der älteren Skakel-Brüder dazu, klopften aufs Auto und sagten, hey Leute, passt auf, wir brauchen das Auto, wir wollen zu unserem Cousin fahren und eine Folge Monty Python schauen. Da kam nämlich gerade eine neue Folge raus. Und Michael hat dann wohl Martha etwas hoffnungsvoll gefragt, ob sie vielleicht mitkommen wolle. Er würde mit seinen Brüdern mitfahren, ob sie mit möchte, aber Martha hat das verneint, ist zusammen mit Thomas aus dem Auto gestiegen und mit ihm hinaus ins Gebüsch gegangen und hinter den Bäumen verschwunden. Das war das letzte Mal, dass Helen oder irgendjemand sonst
Martha sehen sollte. Dorothy hat dann versucht, die Familie Skakel anzurufen, um mit Thomas zu sprechen. Allerdings wollte dieser wohl partout nicht ans Telefon kommen, hat sich immer wieder entschuldigen lassen und schließlich seine Schwester Julie ausrichten lassen, dass er Martha das letzte Mal so gegen 9.30 Uhr an dem Abend gesehen hätte, wie sie gerade nach Hause ging. Aber Dorothy kam das Ganze natürlich seltsam vor, denn Martha war ja nie zu Hause angekommen. Deswegen ist sie dann selbst zum Skakel-Haus rübergegangen und hat dort geklopft. Allerdings öffnete ihr dieses Mal dann Michael die Tür und Michael sagte, er hätte keine Ahnung, was mit Martha sei, er hätte sie nicht gesehen. Dorothy sah dann im Garten einen großen Wohnwagen, hat dann gefragt, ob sie dort nicht vielleicht reinschauen könnte, weil sie die Hoffnung hatte, dass Martha vielleicht einfach zu erschöpft gewesen wäre, um die paar Meter nach Hause zu gehen und sich einfach dort hingelegt hatte und eingeschlafen war. Aber nachdem Michael ihr diesen geöffnet hatte, konnte sie auch dort Martha nirgends finden. Sie ist dann wieder nach Hause gegangen und hat erneut die Polizei kontaktiert, dieses Mal um ganz offiziell eine Vermisstenanzeige für Martha aufzugeben. Ihre ganzen Freunde und die Nachbarn haben wohl auch direkt angefangen mitzuhelfen, nach Martha zu suchen und einige von Dorothys Freunden sind dann bei ihr geblieben, haben versucht, sie so ein bisschen zu beruhigen, gut auf sie einzureden und haben ihr immer wieder gesagt, dass alles schon gut werden würde, dass man Martha bestimmt bald finden würde und es ihr sicherlich gut ginge. Eine der Frauen, die dort war, war Mrs. McGuire und auch ihre Tochter Sheila war dort. Sheila blieb so bis 12.15 Uhr im Haus der Moxleys und machte sich dann auf den Weg zurück nach Hause. Sie wählte hierfür eine Abkürzung durch den Garten der Moxleys. Und auf dem Weg durch diesen großen Garten sah sie unter einer Kiefer etwas liegen, das sie zunächst für einen Schlafsack hielt. Doch als sie näher herantrat, sah sie, dass es kein Schlafsack war. Es war Martha. Martha, die blutend auf dem Boden lag. Rund um sie herum Blut, rund um sie verstreut kleine Metallstücke und eins dieser Metallstücke steckte in Marthas Nacken. Marthas Hose und ihre Unterhose waren heruntergezogen worden bis zu ihren Knöcheln. Sheila wurde hysterisch. Sie fing an zu schreien und rannte zurück zum Haus der Moxleys, wo sie versuchte zu erzählen, was sie gesehen hatte. Eine der Freundinnen von Dorothy, Jean Walker, die ganze Zeit bei ihr gewesen war, versucht hatte, sie zu trösten, mit ihr Kaffee getrunken hatte und immer gesagt hatte, mach dir keinen Kopf, Martha wird bald nach Hause kommen, es wird alles in Ordnung sein. Sie finden sie bestimmt bald, ist mit hinausgegangen, um sich selbst ein Bild zu machen. Als sie das Haus wieder betrat, sah Dorothy sie einfach nur an und fragte, ist sie tot? Und Jean sagte nur, ich glaube schon. Die beiden ersten Polizisten, die vor Ort waren, waren unglaublich überfordert mit der Situation. In Belhaven hatte man seit Jahrzehnten keinen richtigen Mord mehr gehabt. Sie wussten nicht wirklich, wie sie reagieren sollten. Einer von ihnen ist zum Auto zurück, um Hilfe zu rufen. Und der andere sollte eigentlich bei Martha bleiben, hatte dann wohl aber irgendwie Panik, wollte nicht alleine mit ihr sein und ist dann auch zum Auto zurückgelaufen. Dies war nur einer von vielen Fehlern, die wohl schon direkt am Anfang begangen wurden. So gibt es unter anderem Berichte über einen Hund, der auf dem Tatort herumgelaufen sein soll und sogar Blut aufgeschleckt haben soll vom Gras. Und es gibt Berichte darüber, dass ein Bestatter noch vor dem Gerichtsmediziner vor Ort war und Martha hat abtransportieren lassen, bevor der Gerichtsmediziner nach ihr sehen konnte oder sich überhaupt den Tatort und die Situation ansehen konnte. Wie gesagt, Marthas Hose und Unterhose waren heruntergerissen worden. Auf ihrer Jeans waren überall Blutflecken und auch auf ihrem Parka waren Blutflecken. Die Metallstücke, von denen ich euch erzählt habe, stellten sich später heraus als ein zerbrochenes Sechseisen, ein Golfschläger. Bei der Autopsie wurde festgestellt, dass wiederholt auf Martha eingeschlagen worden war mit diesem Golfschläger, insbesondere auf ihren Kopf. Als der Schläger dann zerbrochen war, hatte der Täter ein Stück davon genommen und es ihr in den Nacken gerammt, um sicherzugehen, dass sie wirklich tot war. Es konnte nicht festgestellt werden, dass Martha sexuell missbraucht worden war. Der Golfschläger, mit dem Martha erschlagen worden war, war nicht irgendein Golfschläger, sondern ein Tony Penner Golfschläger. Und die waren wohl besonders teuer und auch nicht so verbreitet. Tatsächlich hatte die Familie Skakel ein Set solcher Golfschläger. Und als die Polizei sich dieses Set ansah, stellten sie relativ schnell fest, dass einer der Schläger fehlte.
das Sexeisen. Die Schläger von der Familie Skakel waren alle graviert worden mit dem Namen der Mutter Anne Skakel, denn es war ihr Set gewesen. Trotz dieser Feststellung wurde das Ganze wohl zunächst nicht als eindeutiger Beweis dafür genommen, dass jemand aus dem Hause Skakel Martha etwas angetan hatte. Und soweit ich das in meiner Recherche gelesen habe, wurde auch kein Stück gefunden, auf dem der Name Anne Skakel eingraviert war. Die Ermittler nahmen an, dass der Todeszeitpunkt so gegen 10 Uhr abends am 30. Oktober gewesen sein sollte. Aber diese Annahme machten sie nicht an der Autopsie oder am Zustand der Leiche fest, sondern an der Aussage von Dorothy Moxley, als sie gesagt hatte, dass sie um 10 Uhr nachts Stimmen und Hunde gehört hatte, und auch andere Nachbarn wollen ungefähr um die gleiche Zeit solche Geräusche gehört haben. Deswegen gingen die Ermittler davon aus, dass das der Moment war, in dem Martha attackiert worden war. Der Hauptverdächtigte war zunächst Thomas Skakel, denn er war ja der Letzte gewesen, der mit Martha gesehen worden war, und er hatte auch ein sehr schwaches Alibi. Er sagte, er hätte Martha das letzte Mal so um 9:30 an dem Abend gesehen, wie sie nach Hause gegangen war. Danach wäre er zurück ins Haus gegangen, wäre nach oben zu Kenneth Littleton gegangen, hätte sich zu ihm gesetzt und mit ihm The French Connection oder wie es im deutschen Fernsehen hieß, Brennpunkt Brooklyn geguckt. Danach wäre er in sein Zimmer gegangen, nachdem er den Film zu Ende geschaut hätte, und hätte noch an einer Hausarbeit für die Schule gearbeitet zu Abraham Lincoln. Allerdings wurden Thomas Lehrer dann befragt und diese sagten alle, dass sie nie so eine Hausaufgabe aufgegeben hätten, dass es überhaupt nicht irgendwie die Aufgabe gewesen wäre, einen Aufsatz über Abraham Lincoln zu schreiben. Thomas wurde dann auch 2 Lügendetektortests unterzogen. Bei dem ersten gab es wohl kein wirklich eindeutiges Ergebnis, den zweiten soll er bestanden haben. Auch Michael Skakel wurde befragt. Er sagte, er wäre so zwischen 9.15 Uhr, 9.30 Uhr mit seinen älteren Brüdern zu seinem Cousin rübergefahren, hätte Monty Python geschaut und wäre dann so gegen 11, 11:30 nach Hause gekommen und dann direkt ins Bett gegangen. Von Martha hätte er soweit nichts mehr gesehen. 1976 wurde sich im Zuge der Ermittlungen dann auch Kenneth Littleton, der 24-jährige Lehrer, den Rushton Skakel eingestellt hatte, nochmal genauer angeschaut. Und man hat ihn auch nochmal befragt. Er sagte, er hätte wirklich keine Ahnung, wer Martha Moxley sei. Er hätte keinen wirklichen Bezug zu ihr. Das war sein allererster Abend in dem Haus, dass er dort gearbeitet hat. Und er hatte ja auch, wie gesagt, nicht besonders viel Kontakt zu den Kindern. Er hat gesagt, er hätte die ganze Zeit oben gesessen und diesen Film geschaut und ja, sonst einfach nichts mitbekommen. Auch er wurde Lügendetektortests unterzogen und er scheint bei diesen auch durchgefallen zu sein. Dennoch hat man ihn nicht weiter als einen Verdächtigten im Visier gehabt. Er ist dann auch nur 8 Monate bei der Familie Skakel geblieben und hat dann wieder gekündigt. 1977 ist er dann festgenommen und verurteilt worden für einen Raubüberfall. Kurz nach Marthas Tod soll der 9-jährige Stephen Skakel, ein Bruder von Thomas und Michael, dann einer Schulfreundin Lucy im Schulbus erzählt haben, dass er in der Nacht, in der Martha starb, wach geworden war, weil er Schreie gehört hatte. Lucy hat das Ganze so erschreckt, dass sie dann zu ihren Eltern gegangen war und es ihnen erzählte. Die sagten es der Polizei und die Polizei fragte das Ganze bei Rushton Skakel an. Dieser sagte dann wohl, er würde mit Stephen reden, und mit einem Mal änderte sich Stephens Geschichte und er sagte, er wäre wach geworden von Marthas Lachen, als sie gerade nach Hause ging. Ab dem 22. Januar 1976 untersagte Rushton Skakel jeglichen Zugang der Polizei zu seinen Kindern, jegliche Befragungen und jeglichen Zugang zu ihren Schulakten oder zu ihren gesundheitlichen Akten. Rushton Skakel soll der Familie Moxley außerdem gesagt haben, dass Thomas mittlerweile in psychiatrischer Behandlung sei, dass er dort mehrere Tests absolviert hätte, und ohne genau ins Detail zu gehen, sagte er, dass auf Grundlage dieser Tests es auszuschließen sei, dass Thomas etwas mit Marthas Tod zu tun gehabt hätte. Ein Security Guard aus der Nachbarschaft, einige der Nachbarn hatten Security Guards, das war also nichts besonders Ungewöhnliches, sah in der Nacht vom 30. Oktober außerdem so gegen 10 Uhr einen jungen Mann, der zwischen den Häusern gegenüber dem Haus der Skakels verschwand. Er erzählte dies der Polizei und konnte auch eine recht genaue Beschreibung dieses Mannes abgeben. Kurze Zeit später befragte die Polizei dann den 26-jährigen Dan Connor, der auch in Bellhaven lebte, denn die Beschreibung passte recht gut auf ihn. Allerdings hatte Dan auch ein sehr gutes Alibi. Er konnte von mehreren Freunden bestätigen lassen, dass er mit ihnen zusammen ebenfalls The French Connection geschaut hatte.
Man muss dazu sagen, es gab damals einfach nicht so viele verschiedene Fernsehkanäle, was der Grund dafür war, dass so viele Leute aussagen konnten, dass sie diesen Film gesehen haben, weil die Wahrscheinlichkeit wirklich jetzt nicht so groß war, dass sie etwas anderes geschaut hatten. Und als die Polizisten Dan dann fragten, was er denn glaube, wer möglicherweise etwas mit Marthas Tod zu tun haben könnte, sagte er, dass er wüsste, dass in der Familie Skakel oft mit Drogen und Alkohol hantiert wurde und dass er sich vorstellen könne, dass Thomas vielleicht einfach zu viele Pillen genommen hätte und durchgedreht wäre. Einige Jahre später in einem Interview sagte er dann jedoch, dass es ihn unglaublich schockieren würde, herauszufinden, dass es tatsächlich einer der Skakel-Brüder war, der Martha das angetan hatte. Die Polizei befragte außerdem einen Jungen mit dem Namen Peter Seluka. In manchen Berichten wird er als Marthas Freund angeführt. Allerdings heißt es in anderen Quellen, sie hätte keinen festen Freund gehabt. So oder so scheint es so, dass sie mit Peter verabredet gewesen war, in wenigen Wochen auf den Greenleaf Ball zu gehen von der Schule aus. Und darauf freute sich Peter wohl schon sehr. Am Abend vom 30. Oktober soll seine Mutter ihn wohl noch gefragt haben, ob er nicht noch zu Martha rüberfahren wolle, um ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen. Aber Peter hatte wohl an dem Tag schon Drogen konsumiert, Marihuana, und traute sich deswegen nicht zu, alleine mit dem Auto zu fahren und hat es dann deswegen nicht getan. Später sagte er dann zu Freunden, dass er sich große Vorwürfe machte, weil er das Gefühl hätte, wäre er an diesem Abend noch rübergefahren, wäre Martha vielleicht gar nichts passiert. Auch Peter war einer von vielen jungen Männern, die einen Lügendetektortest machen mussten rund um Marthas Tod. Er hat diesen wohl bestanden und wurde deswegen von der Polizei von der Liste der Verdächtigten gestrichen. Über die nächsten Jahre gab es keine weiteren Entwicklungen in dem Fall. Thomas Keegan, einer der Ermittler, hatte wohl einen Antrag gestellt, Thomas Skakel festzunehmen für den Mord an Martha. Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft das dann wohl abgelehnt, weil sie der Meinung waren, dass es nicht genug Beweise dafür gab. Marthas Eltern zogen kurz nach ihrem Tod aus Belhaven weg. Sie konnten es einfach nicht ertragen, in dem Haus zu bleiben, in dessen Garten man ihre tote Tochter gefunden hatte. Sie zogen zunächst nach Manhattan und dann 1986 nach Annapolis. Nur 2 Jahre später, 1988, starb David Moxley im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt. Seine Ehefrau sagte später, dass David diese ganze Trauer und diese Wut über den Verlust von Martha immer in sich reingefressen hatte und dass sie der festen Überzeugung war, dass das zu seinem frühen Tod geführt hatte. Über Jahre war der Fall von Martha Moxley ein Cold Case. Es gab keine neuen Hinweise, aber dann 1991 bekam der Fall wieder neue Aufmerksamkeit. William Smith Kennedy, ein Cousin der Skakel-Brüder, wurde 1991 angeklagt, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Er wurde freigesprochen, aber weil all das sehr viel Medienaufmerksamkeit hatte, wurde zugleich ein Gerücht gestreut, in dem es hieß, dass William Smith Kennedy an dem Abend, an dem Martha Moxley starb, auch im Haus der Skakels auf dieser Party gewesen war. Es wurde so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt haben könnte. Tatsächlich lässt sich nichts dergleichen belegen. Er war wohl an diesem Abend überhaupt nicht in der Nähe des Hauses. Aber dadurch, dass dieses Gerücht gestreut wurde, wurden immer mehr Leute auf den Fall aufmerksam. Und die Ermittlungen wurden wieder aufgenommen. Dieses Mal stand im Fokus der Ermittlungen Michael Skakel. Über die nächsten Jahre wurden dann einige Bücher zu dem Fall geschrieben, unter anderem 1993 Dominic Dunn's A Season in Purgatory, das ganz offiziell einen fiktiven Mordfall besprach, der allerdings sehr, sehr viele Parallelen zu dem Fall von Martha Moxley aufwies. Und dann 1998 veröffentlichte Mark Furman sein Buch Murder in Greenwich, in dem er ganz eindeutig Michael Skakel als den Mörder von Martha anprangerte und viele der Fehler der Polizei noch einmal aufwies. Auch einige der Ermittler von damals hatten wohl schon Michael ein bisschen mehr im Visier gehabt. Und während sich die Ermittlungen nun Michael zuwandten, geriet Rushton Skakel wohl etwas in Panik und er engagierte eine private Detektei mit dem Namen Sutton Associates. Er wollte, dass diese selbst noch einmal Nachforschungen anstellten im Tod von Martha Moxley und hoffte wohl eigentlich insgeheim so ein bisschen, dass sie etwas finden würden, das Kenneth Littleton belasten würde und somit die ganze Aufmerksamkeit von seinen Söhnen wegziehen würde. Allerdings ist das Ganze ganz anders ausgegangen und hat eine Reihe von neuen Ereignissen losgetreten. Für die Sutton Associates in dieser Sache tätig waren hauptsächlich Jim Murphy, ein ehemaliger FBI-Agent,
und Willis oder Billy Krabs, ein ehemaliger Angestellter beim NYPD. Die beiden befragten noch einmal die Skakel-Brüder, vor allem Thomas und Michael, und stellten fest, dass sich die Geschichte der beiden maßgeblich geändert hatte, seit dem letzten Mal, als sie mit der Polizei gesprochen hatten. Thomas Skakel erzählte nun, dass er Martha nicht zuletzt um 9.30 Uhr gesehen hatte, wie er der Polizei gegenüber damals behauptet hatte, sondern so gegen 10 eher, dass er und Martha zusammen ins Gebüsch gegangen und dort Petting betrieben hätten. Er fing an zu weinen, während er dies sagte, und sein Anwalt unterbrach ihn und sagte ihm, er solle nicht weiter über diesen Abend reden. Michael Skakel erzählte ebenfalls, dass er gelogen hatte. Er war zwar so gegen 11 nach Hause gekommen, aber er war nicht direkt ins Bett gegangen. Er war in den Garten hinausgegangen und in einen Baum geklettert, von dem aus man direkt in Martha Moxleys Schlafzimmer sehen konnte. Dann hätte er angefangen zu masturbieren. Als er dann hörte, wie Leute näher kamen und er Stimmen hörte, kletterte er schnell hinunter und rannte zurück ins Haus. All diese Aussagen wurden im Sutton Report festgehalten, der wohl eigentlich nur für Rushton Skakel war, allerdings ist dieser dann auch an die Polizei gelangt und an die Medien. Plötzlich hieß es überall, dass Michael Skakel etwas mit Marthas Tod zu tun gehabt haben musste. Die Ermittler hatten außerdem mit einem Mann mit dem Namen Greg Coleman gesprochen. Greg Coleman und Michael waren zusammen auf der Elan School gewesen, eine Schule für Jugendliche, die von der Bahn geraten waren. Denn nur einige Jahre nach Marthas Tod hatte Michael immer mehr Alkohol konsumiert und war schließlich auch betrunken Auto gefahren. Damit er dafür keine Anklage bekam, hatte sein Vater ihn dann auf diese Schule geschickt, damit er wieder so ein bisschen in die richtige Bahn gelenkt wurde. Greg Coleman sagte, das allererste, was Michael jemals zu ihm gesagt hätte, wäre: "Ich werde mit Mord davon kommen. Ich bin ein Kennedy." Außerdem hätte er Coleman erzählt, dass er versucht hätte, sich an Martha heranzumachen an diesem Abend, wohl auch versucht hätte, sie anzufassen, dass Martha ihn abgewiesen hätte und dass er ihr daraufhin mit einem Golfschläger den Schädel eingeschlagen hätte. Am 9. Januar 2000 wurde dann von der Polizei ein Haftbefehl erlassen. Michael Skakel soll sich noch am gleichen Tag der Polizei gestellt haben, allerdings ist er wohl nach kurzer Zeit für eine Kaution von $500.000 wieder freigekommen. Am 14. März 2000 gab es dann eine Anhörung, in der Michael Skakel offiziell angeklagt wurde, Martha umgebracht zu haben. Allerdings wurde er zunächst nur nach dem Jugendstrafrecht angeklagt, da er ja zum Zeitpunkt der Tat 15 Jahre alt gewesen war. Er wandte sich hier noch einmal direkt an Dorothys Mutter Martha Moxley und sagte: "Ich bin es nicht gewesen, ihr habt den Falschen." Er plädierte auf nicht schuldig. Am 31. Januar 2001 entschied ein Richter dann, dass Michael doch als Erwachsener sich dieser Anklage stellen sollte und nicht nach dem Jugendstrafrecht verhandelt werden sollte. Das Gerichtsverfahren gegen Michael Skakel begann am 7. Mai 2002 in Norwalk, Connecticut. Sein Anwalt war Michael Sherman. In dem Gerichtsverfahren wurde unter anderem eine Tonaufnahme von der Staatsanwaltschaft abgespielt, in der Michael Skakel erzählte, was an diesem Abend geschehen war. Er hatte die Tonaufnahme 1997 für seinen Ghostwriter Richard Hoffman aufgenommen, der seine Biografie schreiben sollte mit dem Titel "Dead Man Talking, A Kennedy Cousin Comes Clean". Michael sagte unter anderem in dieser Tonaufnahme, er sei in besagter Nacht high und betrunken gewesen und er wäre auch sexuell erregt gewesen. Er hätte Panik bekommen, als Dorothy am nächsten Morgen an die Tür geklopft hatte und nach Martha gefragt hatte, denn er hatte Panik, dass ihn vielleicht jemand gesehen hatte, wie er dort in diesem Baum gesessen hatte. Und als er weggerannt war, denn er hatte ja Stimmen gehört und er hatte Angst, dass jemand ihn gesehen hat und vielleicht denken könnte, dass er etwas mit Marthas Tod zu tun hatte. Greg Coleman konnte selbst nicht mehr aussagen. Er war bereits im August 2001 an einer Überdosis Heroin gestorben. Allerdings gab es Tonaufnahmen von seiner Aussage. Er hatte seine Aussagen rund um das, was Michael Skakel ihm erzählt hatte, allerdings immer wieder geändert. Er gab dann auch zu, dass er bei manchen seinen Aussagen unter dem Einfluss von Drogen gestanden hatte und deswegen sich nicht mehr richtig erinnern konnte. Dieses Mal in dieser Aufnahme sagte er, dass Michael Skakel ihm insgesamt 6 Mal in der Schule erzählt hatte, dass er Martha umgebracht hatte. Es wurden außerdem Greg Colemans Witwe Elizabeth Coleman und eine ehemalige Mitschülerin von ihm, Jennifer Pease, in den Zeugenstand gerufen. Beide erzählten, dass Greg Coleman ihn während seiner Lebzeit mehrfach erzählt hatte,
dass Michael Skakel ihm berichtet hatte, wie er Martha umgebracht hatte. Ein ehemaliger Mitschüler aus der Elend School mit dem Namen John Higgins wurde ebenfalls in den Zeugenstand gerufen. Er sagte, dass während einer Gruppentherapiesitzung Michael erzählt hatte, dass er in dieser Nacht high gewesen war. Er war mit einem Golfschläger herumgerannt. Er konnte sich noch an Kiefern erinnern. Und das nächste, was er wusste, wäre, dass er in seinem Bett aufgewacht war. Dass er keine Ahnung gehabt hätte, ob er es getan hätte oder nicht. Und dass sich das dann immer mehr entwickelt hatte zu, ich habe es getan. Er sagte, Michael hätte sehr viel geweint, während er das Ganze erzählte. Eine Frau mit dem Namen Elizabeth Arnold sagte ebenfalls aus, auch sie war in dieser Therapiesitzung dabei gewesen. Sie sagte, Michael hätte gesagt, er wäre sich nicht sicher, was in der Nacht geschehen sei. Er hätte einen Blackout gehabt und er wäre sich nicht sicher, ob er es gewesen war oder Thomas, der Martha umgebracht hatte. Elizabeth Arnold sagte weiterhin aus, dass Michael erzählt hätte, dass sein Bruder ihm die Freundin ausgespannt hätte. Er bezog sich hier auf Martha und dass er mit ihr rumgemacht hätte. Daraufhin hätte Elizabeth gesagt, wie kann dein eigener Bruder dir so etwas antun? Das ist furchtbar. Und Michael hätte gesagt, naja, sie hatten nicht wirklich Sex, aber sie haben miteinander rumgemacht und er hat mir meine Freundin ausgespannt. Sie wurde daraufhin dann von der Verteidigung damit konfrontiert, dass sie in vorherigen Anhörungen das weggelassen hatte. Sie gab dann zu, dass sie sich nicht mehr so richtig daran hatte erinnern können und dass sie in der Zwischenzeit das Buch von Mark Furman gelesen hatte, in dem Michael Skakel ja als der Mörder dargestellt wurde. Zwei weitere ehemalige Klassenkameraden von Michael sagten, dass dieser immer wieder mit dem Thema Martha Moxley aufgezogen wurde, dass immer wieder Leute nachgehakt hatten und auf ihm rumgehackt hatten wegen dieser ganzen Situation, dass Michael es aber nie zugegeben hätte, dass er Martha umgebracht hatte. Er hätte es aber auch nie abgestritten. Eine weitere ehemalige Klassenkameradin, Alice Dunn, sagte aus, dass Michael nie wirklich zugegeben hatte, er wäre es gewesen, er hätte es immer abgestritten, er hätte immer gesagt, er wäre es nicht gewesen und später hätte sich das Ganze dann entwickelt zu, ich weiß nicht, ob ich es getan habe oder ob Thomas es getan hat. Ein ehemaliger Kollege von Michael Skakel, Michael Meredith, sagte aus, dass Michael ihm gegenüber von sich aus angefangen hatte, über den Tod von Martha zu sprechen und dass er ihm gesagt hatte, pass auf, ich möchte, dass du weißt, dass ich damit nichts zu tun hatte und dass ich es nicht war und dass er daraufhin dann etwas Abstand von ihm genommen hatte, weil er irgendwie das Gefühl hatte, dass da etwas brodelte. Ein ehemaliger Freund aus Michaels Kindheit, Andrew Puck, sagte ebenfalls aus. Er sagte, dass Michael damals ihm gegenüber gestanden hatte, dass er Gefühle für Martha hatte, dass er sie toll fand, aber dass er das Gefühl hatte, dass Martha das Ganze nicht so richtig erwidern würde. Er sagte außerdem, dass es zwischen Michael und Thomas immer wieder Reibereien gab, dass es da sehr viel Eifersucht und Konkurrenzkampf gab. Andrew sagte, dass er nach 1977 nicht mehr wirklich viel mit Michael zu tun hatte und dann ihn erst wieder 1991 traf, dass Michael versuchte, sich wieder ein bisschen enger mit ihm anzufreunden, aber er wäre da so ein bisschen vorsichtig gewesen und hätte ihn dann einfach gerade herausgefragt, hattest du was mit dem Tod von Martha zu tun? Daraufhin hätte Michael gesagt, nein, er hätte nichts damit zu tun gehabt, aber es wäre ein sehr seltsamer Abend gewesen und er hätte in dieser Nacht im Baum gesessen und masturbiert. Julie Skakel, Michaels und Thomas Schwester, war ebenfalls im Gerichtssaal und sagte aus, sie hätte damals gegen 9.30 Uhr im Schatten der Bäume jemanden langgehen sehen. Und sie hatte der Polizei gegenüber damals wohl gesagt, dass sie glaubte, es sei Michael, aber nun sagte sie aus, dass sie sich eigentlich nicht wirklich sicher gewesen sei, wer es war. Allgemein waren während des Gerichtsverfahrens gegen Michael eigentlich alle Skakel-Geschwister sowie auch Rushton Skakel an irgendeinem Tag mal im Gerichtssaal. Sogar Thomas Skakel, obwohl er ja mit Michael wohl keine wirklich gute Beziehung gehabt hatte und die beiden wohl auch seit Jahren nicht mehr wirklich miteinander gesprochen hatten. Freunde der Familie sagten, dass Thomas und Michael sich lieben würden, aber eben einfach auf persönlicher Ebene nicht so gut miteinander klarkamen, aber eben trotzdem Brüder waren und Thomas wahrscheinlich einfach versuchte, ihn zu unterstützen. Die Verteidigung brachte im Gerichtsverfahren immer wieder an, dass es ja keine richtigen Beweise dafür gab, dass Michael Martha etwas angetan hatte, vor allem keine forensischen. Die Staatsanwaltschaft hielt allerdings immer weiter dagegen, dass Michael einfach unglaublich eifersüchtig gewesen war, als er sah, wie Martha mit Thomas wegging. Die Verteidigung hielt weiter an Michaels Alibi fest. Im Gerichtssaal wurden außerdem Auszüge aus Martha Moxleys Tagebuch gelesen und gezeigt. Und hier sieht man ganz klar, dass sie wohl an keinem der beiden Jungs so wirklich ernsthaft interessiert war. Im September 1975 hat sie zum Beispiel geschrieben, dass Michael immer voreilige Schlüsse ziehen würde,
dass sie nicht wirklich mit Thomas befreundet sein könnte, weil er immer direkt davon ausgehen würde, nur weil sie nett zu ihm ist, dass sie auch etwas von ihm will und dass sie vielleicht einfach aufhören sollte, zum Skakelhaus zu gehen und sich mit denen zu treffen, weil es einfach nur für Konfusion sorgte. Sie schreibt in ihren Einträgen auch immer wieder darüber, dass Thomas sich immer mehr so ein bisschen versuchte, an sie ranzumachen, ihr die Hand aufs Knie legte, den Arm um sie legte und dergleichen. Sie schrieb außerdem darüber, dass sie so ein bisschen frustriert war mit Michaels Verhalten, einfach weil der ihr immer wieder sagte, du nutzt Thomas nur aus, du lässt ihn denken, dass du etwas von ihm willst, obwohl dem gar nicht so ist. Und sie hat dann wohl damit gekontert, dass Michael genau das Gleiche mit ihrer Freundin Jackie machen würde, dass er sich auch immer an Jackie ranmachen würde, obwohl er wohl gar nichts Ernsthaftes von ihr wollte. Dorothy Moxley hatte sich wohl in den ganzen letzten Jahrzehnten nicht so wirklich intensiv mit der Forensik und mit dem Tatort von Martha auseinandergesetzt, einfach weil das zu schmerzhaft für sie war, aber sie hat tatsächlich die ganze Zeit im Gerichtssaal gesessen, auch während die Bilder der Autopsie gezeigt wurden. Sie hat sich das alles angetan, weil sie das alles hören wollte, weil sie dabei sein wollte, wenn Michael dann am Ende schuldig gesprochen werden sollte. In ihrem Schlussplädoyer hat die Staatsanwaltschaft noch einmal Auszüge aus dieser Tonaufnahme von Michael gespielt, die er seinem Ghostwriter schicken wollte. Sie haben das Ganze dann noch mit einer Fotokollage unterlegt, auf der man die Tatortbilder sieht und man hört dabei die Aufnahme von Michael, wie er sagt, ich hatte Angst, dass sie mich vielleicht gesehen haben könnten. Er bezieht sich in diesem Satz allerdings auf das Masturbieren im Baum. Die Staatsanwaltschaft ließ es wohl aber eher so aussehen, als ob er über den Mord an sich sprach. Das Gerichtsverfahren dauerte insgesamt einen Monat. Am Ende wurde Michael Skakel am 7. Juni 2002 schuldig gesprochen für den Mord an Martha. Im August bekam er dann sein Urteil, 20 Jahre bis lebenslang. Dorothy Moxley sagt an dem Tag der Verurteilung gegenüber Reportern, dass sie solche Tage hassen würde, an denen es Gewinner und Verlierer gibt, dass sie einfach nur Gerechtigkeit wollte für ihre Tochter Martha, dass es sich dabei wirklich nur um Martha drehen würde und dass sie auch Empathie empfinden würde für das Leid der Skakel-Familie. Sie sagte außerdem, dass das Ganze sich anfühlen würde wie ein Traum, dass sie Angst hätte, dass man sie aufwecken könnte. John, Marthas Bruder, sagte, er sei einfach nur froh, dass es endlich vorbei sei. Marthas Mutter sprach außerdem darüber, wie viel sie sich eingesetzt hatte über die Jahre, vor allem das Ganze in den Medien zu halten. Man hat ihr auf Seiten der Ermittler mal wieder gesagt, sie solle das ganz ruhig in den Medien immer wieder anführen, damit der Fall von Martha nicht vergessen würde, damit sich auch Leute melden würden, falls sie etwas mitbekommen würden oder etwas ans Licht käme. Und sie sagte dann am Ende einfach nur, I did all those things, but I don't feel as though that's my job now. We got him arrested and convicted and put in jail. It isn't my job now. It's enough. It's enough. Ich habe all diese Dinge getan, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt noch meine Aufgabe ist. Wir haben ihn festnehmen, verurteilen und ins Gefängnis packen lassen. Es ist nicht mehr meine Aufgabe. Es ist genug. Es ist genug. Michael Skakel hat eigentlich direkt versucht, Einspruch gegen das Urteil einzureichen. Er hat zunächst daran Anstoß genommen, dass die Staatsanwaltschaft, wie schon gesagt, eben diese Collage zusammen mit seiner Tonaufnahme abgespielt hatte, dass das Ganze irgendwie die Tatsachen verdrehen würde oder die Beweislage verdrehen würde. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann dagegen gewehrt und hat gesagt, dass sie das überhaupt nicht tun würden, dass sie als Staatsanwaltschaft nun mal die Aufgabe hätten, die Anklage deutlich zu machen und dass sie der Jury einfach nur vermitteln wollten, was ihr Standpunkt war. Michael hatte immer noch viele Familienangehörige, Freunde und Bekannte, die sich für ihn einsetzen wollten, unter anderem sein Cousin und Anwalt Robert F. Kennedy, der einen Artikel veröffentlichte mit dem Namen A Miscarriage of Justice, wo er noch einmal ganz intensiv darauf einging, wie die Medien alles dargestellt hatten und dass sie quasi alles so verdreht hatten, dass Michael jetzt als der Mörder dastand, obwohl es effektiv keine wirklichen Beweise gab. Er ging außerdem noch einmal auf die Bücher ein, die rund um Michael geschrieben wurden. Robert brachte in seinem Artikel außerdem an, dass es ja mehrere andere Leute gegeben hätte, die verantwortlich sein könnten, unter anderem Kenneth Littleton oder auch ein Freund von einem Klassenkameraden von Michael. Dieser Klassenkamerad hieß Tony Bryant und er hatte wohl ausgesagt, dass er zusammen mit zwei anderen Jungs unterwegs gewesen wäre an diesem Abend. Einer von ihnen hätte eine starke Obsession gehabt mit Martha. Er wäre total von ihr besessen gewesen und hätte dann irgendwann einen Golfschläger genommen, als sie gerade mit Thomas und Michael rumgehangen hatten am Haus der Skakels und hätte gesagt, er würde sich ein Mädchen holen,
in der Höhlenmenschenart, dass dieser Junge dann später auch noch damit angegeben hätte, Martha umgebracht zu haben. Es wurden dann anscheinend auch die Leute befragt, die sonst noch im Skelke-Haus gewesen waren in dieser Nacht, alle, die auf der Party gewesen waren, und keiner wollte Bryant dort gesehen haben mit seinen Freunden. Außerdem soll Bryant selbst gesagt haben, dass seine Aussagen so ein bisschen aufgebauscht wurden und das Ganze gar nicht wirklich genau so stattgefunden hatte. Über die Jahre hat Michael Skelke immer wieder versucht, Einspruch einzureichen gegen das Urteil, unter anderem, weil er der Meinung war, dass er eigentlich nach Jugendstrafrecht hätte verhandelt werden müssen, weil Bryant diese Aussage gemacht hatte und es vielleicht einen ganz anderen Täter geben konnte. Allerdings wurden alle seine Einsprüche immer wieder abgelehnt. 2012 gab es dann die erste Bewährungsanhörung für Michael Skelke. Allerdings wurde er dann nicht auf Bewährung rausgelassen. Die nächste Möglichkeit auf eine solche Anhörung sollte er dann erst wieder 5 Jahre später im Oktober 2017 bekommen. Im Frühjahr 2013 stellte Michael Skelke dann erneut einen Antrag auf ein neues Verfahren. Dieses Mal mit dem Argument, dass sein Anwalt Michael Sherman ihn nicht ordentlich vertreten hätte. Dass er eigentlich nur daran interessiert wäre, Geld einzusacken, ihn nicht wirklich ordentlich verteidigt hätte und dass er auch nicht genügend auf andere mögliche Täter verwiesen hätte in seiner Verteidigung, zum Beispiel auf Thomas Skelke. Tatsächlich wurde das Ganze dann im Oktober 2013 angenommen. Richter Thomas Bishop war ebenfalls der Meinung, dass Sherman Skelke nicht ordentlich vertreten hätte und deswegen bekam er dann das Recht auf ein neues Verfahren. Seine Strafe und das Urteil wurden zunächst ausgesetzt. Für die Familie von Martha war das ein großer Schock, auch für die Staatsanwaltschaft. Die haben dann wohl nochmal Einspruch eingereicht, aber das Ganze ist zunächst nicht durchgegangen. Am 21. November 2013 kam Michael Skelke für eine Kaution von 1,2 Millionen Dollar frei. Die Auflagen für seine Bewährung beinhalteten unter anderem, dass er über GPS überwacht werden sollte, dass er sich täglich per Telefon bei seinem Bewährungshelfer melden sollte, dass er sich fernzuhalten hatte von der Familie Moxley und dass er Connecticut nicht verlassen dürfe. Allerdings ist er dann wohl später nach New York umgezogen. Große Teile von Michaels Familie waren wohl tatsächlich auch überzeugt, dass er unschuldig war und dass er einfach nur einen sehr schlechten Anwalt gehabt hatte. Vor allem sein Cousin Robert F. Kennedy Jr. war davon überzeugt. 2016 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel Why Michael Skelke Spent Over a Decade in Prison for Murder He Didn't Commit. Also warum Michael Skelke über ein Jahrzehnt im Gefängnis verbracht hat für einen Mord, den er nicht begangen hat. Die Staatsanwaltschaft hatte wohl schon im August 2014 gegen das Aussetzen des Urteils Einspruch eingereicht. Das Ganze wurde dann im Dezember 2016 noch einmal umgekehrt. Der Connecticut Supreme Court widersprach am 30. Dezember dem Urteil von diesem niederen Gericht und sagte, dass das Urteil wieder in Kraft treten sollte, dass das alles rechtens gewesen sei. Es gab hier ein Urteil von 4 Juroren gegen 3, also wirklich super, super knapp. Und obwohl das Ganze dann wieder rechtskräftig war, kam Michael Skelke dann anscheinend erstmal nicht wieder ins Gefängnis. Erst im Januar 2018 hat die Staatsanwaltschaft sich dann wieder an das Gericht gewandt und hat beantragt, dass die Bewährung wieder aufgehoben werden sollte und Michael Skelke zurück ins Gefängnis gebracht werden sollte. Am 4. Mai 2018 wurde das Urteil dann wieder gekippt. Das Urteil wurde erneut ausgesetzt und es wurde beantragt, dass Michael Skelke ein neues Gerichtsverfahren bekommen sollte. Laut meiner Recherche gab es seitdem kein neues Gerichtsverfahren in dem Fall. Michael Skelke ist in Freiheit, er lebt sein Leben. Marthas Familie, ihre Mutter und vor allem auch ihr Bruder sind fest davon überzeugt, dass Michael es getan hat. Dorothy hat wohl die ersten Jahre fest daran geglaubt, dass es Thomas war, aber nachdem immer mehr ans Licht gekommen war, ist sie wohl nun überzeugt, dass es Michael gewesen ist. Dorothy Moxley hat ihre Tochter nie vergessen. Sie trägt Martha immer noch im Herzen und hofft natürlich, dass es irgendwann noch Gerechtigkeit geben wird für ihr Kind. Sie sagte dann aber auch später in Interviews, dass sie, wenn sie neue Leute kennenlernt, ihnen nicht direkt von Martha erzählt, weil sie sie einfach nicht damit belasten will, was sie alles durchgemacht hat. Sie sagte, I don't burden new friends with my sorrows, but the people that she knew and who loved her will always love her. A lot of people just can't handle it. You just learn how to live with it. Ich möchte meine neuen Freunde nicht mit meinen Sorgen belasten. Aber die Leute, die sie gekannt haben und die sie geliebt haben, die werden sie immer lieben. Viele Leute können damit einfach nicht umgehen. Man lernt einfach damit zu leben. Das war der Fall von Martha Moxley. Ein unglaublich tragischer Fall. Eigentlich hätte Martha gar nicht draußen sein sollen an diesem Abend. Sie hatte eigentlich Hausarrest. Eigentlich hätte ihr an diesem Abend nichts passieren können. Aber natürlich
Weil sie ein Teenager war und weil alle ihre Freunde draußen Spaß hatten, wollte sie gerne mitgehen. Und das ist, denke ich, einfach etwas, wo so viele Leute irgendwie einen Bezug zu haben, weil ich meine, wer wollte nicht mit 15 mit seinen Freunden immer um die Häuser ziehen? Und sie war ja nicht mal weit weg von zu Hause. Sie war eigentlich nur direkt um die Ecke. In einer Nachbarschaft, von der ihre Eltern dachten, dass sie sicher sei. Ihre Familie hat diesen Verlust nie verkraftet. Sie waren sich sicher, dass aus Martha mal was ganz Großes wird. Sie war anscheinend eine sehr charismatische junge Frau. Viele Leute waren gerne in ihrer Umgebung. Es ist tragisch, was mit ihr geschehen ist, kein Zweifel. Und es scheint, dass es ein Mysterium bleiben wird, denn bis heute hat sich ja niemand wirklich schuldig bekannt für Marthas Tod. Was glaubt ihr? Wer war es wirklich? War es Michael? War es Thomas? War es vielleicht jemand ganz anderes? War es Kenneth Littleton? War es irgendein anderer Mitschüler, der vielleicht heimlich in sie verliebt war? War es ein anderes Mädchen, das eifersüchtig auf sie war? War es jemand von außen, der in diese Nachbarschaft gekommen ist? Da gibt es einfach so viele Fragen rund um den Fall, die nicht geklärt worden sind und die vielleicht auch nie geklärt werden. Für ihre Familie muss das furchtbar sein. Diese Ungewissheit und vor allem dieses Auf und Ab, das sie über die Jahre mitmachen mussten. Eine Festnahme, ein Urteil, dann doch wieder das Umkehren des Urteils, dann doch wieder die Festsetzung des Urteils. Man will sich gar nicht vorstellen, was Dorothy und ihr Sohn da durchmachen mussten. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass Dorothy jetzt in ihren letzten Jahren so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und sich einfach an die schönen Dinge erinnern kann, die sie mit Martha erlebt hat. Sie sagt selbst, dass sie versucht, sich nicht damit zu quälen, sich vorzustellen, was Martha für ein Leben hätte haben können, wie alt sie jetzt sein würde, ob sie Kinder hätte, was für einen Job sie hätte, ob sie verheiratet wäre, weil das einfach ihr zu sehr wehtut. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu dem Fall meint. Denkt ihr, es gibt genug Beweise dafür, dass es Michael war, genug dafür, dass es Thomas war? War es jemand ganz anderes? Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, dann könnt ihr dem gerne einen Daumen nach oben geben, damit ich weiß, dass ich mehr von diesen Videos für euch produzieren soll und ihr daran interessiert seid an diesem Content. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin.